Hi Leute, willkommen zum neuen Leben in Ungarn Video. Diesmal geht es nicht nur um Ungarn, ja, indirekt um Ungarn, aber hauptsächlich um Deutschland. Da hat jetzt im staatlichen ungarischen Fernsehen der ehemalige Chef des ungarischen Geheimdienstes davor gewarnt, dass die Einwanderer in Deutschland einen Bürgerkrieg vorbereiten. Und da steht, er hat gesagt, dass sie aus den No-Go-Areas angreifen werden, ihren Einflussbereich immer erweitern und letztendlich dann auch Parteien gründen, mit denen sie komplett die Macht in Deutschland übernehmen. Und wenn man jetzt hier dieses Video anschaut, was ich hier habe, das zeigt, wie es tatsächlich an der ungarischen Grenze ausschaut. Also das ist ein Wahnsinn und ja, da ist halt auch für ordentlich Nachschub gesorgt. Und ja, wohin das führen wird, denn die Leute, die wollen nur durch Ungarn durchmarschieren. Ungarn mit dem Zaun schützt nicht nur Ungarn, sondern schützt Europa. Aber das wollen viele nicht begreifen. Und ja, wie gesagt, für Nachschub ist gesorgt. Die, die jetzt auch kommen, die kommen aus Bereichen, aus Ländern, wo sie tagtäglich Krieg miterlebt haben. Und diesen Krieg wollen sie eben auch nach Deutschland tragen und letztendlich die Macht übernehmen. Aber ja, das Ganze ist etwas kurz gedacht von diesen Leuten, denn wenn man bei einem Bürgerkrieg die zahlende Gemeinde bzw. den zahlenden Teil der Bevölkerung, die halt die Steuern zahlt, wenn man die umbringt, wird dann irgendwann keiner mehr Steuern zahlen. Denn diese Leute, die Einwanderer und so, erstens, die gehen nicht arbeiten, nicht wirklich viele gehen da einer normalen Beschäftigung nach. Zweitens, wenn aus diesen Gruppierungen oder diesen Einwanderern welche selbstständig werden, dann ist es meist entweder Gemüseladen, Dönerladen, irgendein Kaffeehaus oder Shisha-Bar. Also von diesen kann man nicht wirklich Steuereinnahmen erwarten. Also das wird ein Staat auf Dauer nicht aushalten. Denn ein Gemüseladen, was zahlt der schon viel Steuer? Also von Gemüse kann er sich gerade mal selber ernähren. Also da muss das schon wirklich hochprofessionell und groß aufgezogen werden, damit man da überhaupt von Gemüse reich werden kann und dadurch auch der Staat richtig viel Steuern einnehmen kann. Alles andere, das ist Schmafu. Und wenn man sich die Länder anschaut, von wo die herkommen, Demokratie kennen die bei Weitem gar nicht, dann, ja, was haben die schon viel an Hochtechnologie? Also da sollte man sich auch nicht viel erwarten, dass da von denen, die im hochtechnischen Bereich irgendwie tätig sind, dass die überhaupt hierher kommen und irgendetwas machen. Die bleiben eh dort, weil es denen eh dort gut geht. Also kommt nur der letzte Rest, der sowieso nichts kann und auch nichts machen will. Und genau die werden beklatscht. Ja, und die Beklatscher werden aber dann die ersten Opfer dieser Menschen sein. Also, ja, wohin das sich entwickelt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn schon jemand vom ungarischen Geheimdienst, und der wird, auch wenn er der ehemalige Leiter des ungarischen Geheimdienstes war, wird er wahrscheinlich sehr gute Kontakte haben, wird auch wissen, was er hier sagt. Und ja,
der wird sich schon auskennen in diesem Bereich und umsonst sagt er das auch nicht. Also, ja, die Menschen sollten endlich in Deutschland aufwachen, sonst ist es wirklich vorbei. Die es sich leisten können, die verlassen ja sowieso schon Deutschland. Sieht man ja schon. Und die sich's nicht leisten können, die werden sich wahrscheinlich anpassen. Die Grünen sowieso, das sind nachher die am lautesten, also die werden auch den Glauben annehmen. Und die im Nachhinein konvertiert sind, das sind immer die am lautesten schreien und am radikalsten sind. Und ja, das wird eine ganz schlechte Entwicklung in Deutschland nehmen. Und ja, ich denke auch, die Migration der Deutschen nach Ungarn wird noch weiter zunehmen, die nächsten paar Jahre, bis dann irgendwann keine Migration mehr möglich ist. Denn ich denke mal, irgendwann blockt jedes Land ab. Und wenn sich dann so etwas entwickelt, mich wundert es auch nicht, dass Ungarn so viel im Bereich jetzt des Militärs macht, also die ganzen Sachen, was da eingekauft werden, oder zum Beispiel der neue deutsche Schützenpanzer. Also der wird ja dann in Zukunft auch in Ungarn produziert. Jetzt wird einmal eine große Stückzahl einmal gekauft. Dann die nächste Charge, die in Ungarn produziert wird, ist, glaube ich, für die Tschechei schon. Und ja, wenn notwendig, kann man ja auch auf Eigenproduktion gehen. Und ja, die ganzen Waffen, die jetzt auch Ungarn, also Handfeuerwaffen, Maschinengewehre und so weiter, macht ja Ungarn auch wieder große Entwicklungsschritte. Das gab es ja schon immer, aber jetzt wieder mehr in die Richtung. Und ja, Panzerkäufe, Hubschrauberkäufe, also es wundert mich nichts mehr, warum Ungarn da so viel jetzt in das Militär investiert. Nicht nur, weil die NATO die 2% fordert, auch weil sich Ungarn schützen möchte und so wie die Zukunft ausschaut, werden wir uns wahrscheinlich Richtung Westen schützen müssen und nicht nach Osten. Also ganz, ganz schlimme Entwicklung, was in Deutschland ist auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen, beziehungsweise Informationen rübergebracht. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Leben in Ungarn Video.